Herzlich willkommen zu HWK-TV. Mit diesen Worten begrüßen seit 1998 Moderatorinnen und Moderatoren im Regionalfernsehen ihre Zuschauer. Zweimal wöchentlich neu gibt es im 30-Minuten-Takt Handwerk pur. Dabei hat das Team von HWK-TV in fast 200 Sendungen einiges vor die Kamera bekommen. Im Mittelpunkt stand dabei immer der Handwerker, das Gesicht aus der Werkstatt, die handwerklichen Leistungen. Ergänzt werden die beiden wöchentlichen Sendungen um einen Nachrichtenblock. So gibt es dreimal pro Woche Neuigkeiten und Berichte über und aus dem Handwerk. Hallo und herzlich willkommen zu HWK-TV. Schnelle Autos und schöne Frauen. Wir räumen auf mit alten Klischees. Um wahrhaft schnelle Fahrzeuge oder solche, mit denen man die Welt erobern kann, geht es in unserer heutigen Sendung. Und um gut aussehende Kfz-Mechatroniker, die sich um diese Untersätze kümmern. Präzise. Es ist der bestaussehendste Rheinland-Pfälzer, der sich als Kfz-Mechatroniker im Autohaus Karl Asbach in Hachenburg um die Fahrzeuge der Kunden kümmert. Der 19-Jährige gewann vor wenigen Tagen die Mr. Rheinland-Pfalz-Wahl. Im Kfz-Unternehmen ist er einer von 9 Lehrlingen. Der Carsten Becker gab den Urlaubsbericht zu mir ab. Er wollte an der Misswahl teilnehmen. Dann bin ich natürlich skeptisch geworden. Carsten, was ist das? Ja, hat er gesagt, so und so, das ist dein Mainz und da wird Mr. Rheinland-Pfalz gewählt. Da war ich natürlich schon ein bisschen skeptisch. Da denke ich, ja, am Montag habe ich dann die Zeitung aufgeschlagen, da sehe ich den Carsten in der Zeitung. Mensch, das war natürlich super. Wir alle natürlich sehr begeistert von dem Carsten. Die 40 Mitarbeiter des Autohauses sind stolz auf ihren Kollegen. Doch nicht nur, weil er gut aussieht. Auch handwerklich hat Carsten Becker etwas auf dem Kasten. Und eines weiß er ganz genau. Den Titel Mr. Rheinland-Pfalz ist er spätestens in einem Jahr wieder los. Seine berufliche Bildung aber bleibt. Das Interesse, weiter in diesem Berufsfeld zu bleiben, ist groß. Ich bin ein riesen Motorsport-Fan, vielleicht sogar in die Motorsportabteilung zu gehen. Aber es wird sich natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zeigen, inwiefern der Titel sich jetzt darauf abspielt in meinem Beruf und meinem Leben, was da jetzt noch kommen kann, Angebote etc. Die Leidenschaft für den Beruf, eine gute Ausbildung und ständige Weiterbildung sind gute Voraussetzungen, um als Kfz-Mechatroniker mit der sich ständig weiterentwickelnden Kfz-Technik Schritt zu halten, die heute bereits in einem Mittelklassewagen mehr Elektronik enthält als in der ersten Generation des Space Shuttle. Doch es gibt auch Kfz-Unternehmen, die nicht nur Schritt halten mit dem Tempo der Entwicklungsabteilungen großer Kfz-Weltkonzerne, sondern Hand anlegen und Wege finden, eine ohnehin gute Sache noch ein bisschen besser zu machen. So bei Mantai Motors, dem Handwerksunternehmen von Rennsportlegende Olaf Mantai in Meuspart am Nürburgring. Hier wird gerade dieser fabrikneue Porsche GT2 überarbeitet. Ein Modell, das erst seit wenigen Tagen auf dem Markt ist. Der Blick in ein Automekka. Doch wie ist es, wenn man täglich mit den rollenden Träumen auf 4 Rädern arbeitet? Gewöhnt man sich daran oder bleibt es etwas Besonderes? Weil es sind halt nicht Fahrzeuge, womit man jeden Tag zu tun hat. Wenn man jetzt die meisten Werkstätten sieht, sind das halt Fahrzeuge, die zu Millionen auf die Straßen laufen. Das ist halt schon was Besonderes hier. Eine Arbeit, die sich für die Mitarbeiter vom Handwerksmeister bis zum Lehrling mit einer hohen Verantwortung verbindet. Bei Leistungen von 700 Pferdestärken dürfen sich solche Sportwagen der Superlative keine technischen Schwächen leisten. Dabei profitieren die Kunden aus aller Welt von den Erfahrungen, die die Mantai-Truppe über Jahrzehnte im Motorsport sammeln konnte. Hier sind Hände am Wirken, die auch in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft erfolgreich zupackten oder die 24-Stunden-Klassiker von Le Mans und auf der Nordschleife gewinnen konnten. Wie Sie sehen können, müssen wir die Rennfahrzeuge für die Saison revidieren, Motoren, Getriebe, Fahrwerke revidieren, teilweise Autos neu bauen. Und auch, wir machen ja auch noch Straßenfahrzeuge, die kommen dann meistens über die Saison zu kurz und die sind dann im Winter dran. Übrigens, liegen geblieben ist seit der Unternehmensgründung 1996 noch kein Kunde mit seinem Mantai Porsche. Sportlichkeit steht im Mittelpunkt der Arbeit im Unternehmen Mantai Motors, die über hohe handwerkliche Qualität erreicht wird.
Der Qualitätsanspruch, absolute Exklusivität auf vier Rädern. Darum geht es auch im nächsten Beitrag. Nicht mit Tempo 300 bewegen sich die Fahrzeuge von Michael Bocklet durch die Welt. Dafür kommt man mit ihnen auf eine besonders angenehme Weise fast überall hin und hat sogar sein Wohnzimmer immer mit dabei. So sehen sie aus, die rollenden Wohnträume, wenn sie im Unternehmen von Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Michael Bocklet in Koblenz ankommen. Was aus dem nackten Chassis allerdings in wenigen Wochen wird, grenzt an ein Wunder. Kein Kundenwunsch bleibt unerfüllt, ob mittelgroßes Wohnmobil oder schweres Rolling Home, mit dem man auch erfolgreich durch die Anden Südamerikas oder die afrikanische Wüste kommt. Ja, also unser Schwerpunkt ist ganz klar die Herstellung von Wohnmobil- und Sonderfahrzeugen. Wir machen seit 1984, stellen wir solche Fahrzeuge her. In den letzten Jahren hat der Anteil der Fernreisemobile sehr stark zugenommen. Das ist ein Bereich, auf den wir uns immer mehr spezialisiert haben. Wir haben also auf allen Kontinenten dieser Erde Fahrzeuge fahren, haben viele Leute, die seit Jahren mit ihrem Wohnmobil unterwegs sind. Andere, die es halt für einige Monate nutzen, für Fernreisen zu machen. So die letzten Jahre ist Asien zum Beispiel der Renner geworden. Im Moment haben wir viele Leute in Indien, in Tibet oder sonst irgendwo in China, aber genauso gut Südamerika oder sonst wo. So an Weihnachten kriegt man dann mal wieder eine schöne E-Mail mit dem Text und ein paar schönen Fotos. Und im Text halt so, nach 3600 Tagen im Wohnmobil werden wir auch dieses Jahr Weihnachten in Guatemala verbringen oder wo auch sonst immer. Und das ist immer schön und macht mir selbst auch Lust zu reisen. Und deshalb mache ich das auch gerne und habe da viel Freude, von meinen Kunden auch diese Informationen zu bekommen und zu sehen, wo man überall auf dieser Welt schön leben kann. Doch Bocklet ist mit seinen Fahrzeugen nicht nur in aller Welt unterwegs, auch vor Ort ist er ein Mann des Handwerks und engagiert sich seit vielen Jahren als Obermeister der Fahrzeugbauerinnung Mittelrhein. So weiß er, was in den Betrieben los ist. Gibt es hier im Winter mehr Arbeit oder sorgen die warmen Temperaturen und moderne Technik für leere Werkstätten? Das war früher ganz anders als heute. Wenn man vor 20 Jahren aus dem Fenster geguckt hat und die ersten Schneeflocken sind gefallen, dann wussten die Karosseriebauer, am nächsten Tag ist der Hof voll, da stehen die Unfallwagen da. Wir haben heute ABS, ESP und alle möglichen elektronischen Hilfen, die dem Fahrer das Leben auf glatten Straßen schon ein bisschen leichter machen. Diese Systeme und auch die passiven Sicherheitssysteme, Airbags, Knautschzonen, Rückhaltesysteme sorgen allerdings auch dafür, dass die Reparaturkosten wesentlich höher sind als bei vielen Fahrzeugen. Und es ist bei einem modernen Fahrzeug auch nicht mehr möglich, gerade mal so den Kotflügel auszubeulen und an der Tankstelle an der Ecke lackieren zu lassen. Da sind heute einfach Spezialisten gefordert, die einfach wissen müssen, wie man das Fahrzeug fachgerecht instand setzen kann. Die handwerkliche Aus- und Weiterbildung spielt auch im Angebot der Handwerkskammer Koblenz eine ganz wichtige Rolle. So mit dem Meistervorbereitungskurs für Kfz-Techniker, der im Juni beginnt. Bereits Ende Februar startet ein Weiterbildungskurs zum Kfz-Servicetechniker, der speziell im Bereich der Elektronik umfangreiches Zusatzwissen vermittelt. Mit Bildung kommt man weiter, mit einem 500 PS Porsche auch oder einem Wohnmobil. Und Carsten Becker drücken wir die Daumen, dass er bei der Mr. Germany-Wahl durchstartet. Wir geben jetzt weiter Gas im Programm von TV Mittelrhein. Tschüss, bis dahin, Ihre Sandra Becker.